inspiriert von den historischen Ereignissen und Charakteren. Dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Angehörigen verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen erschaffen, entwickelt und produziert. Aber hey, worum geht's denn eigentlich? Ach, hier, Assassin's Creed, ihr habt's erkannt. Alle Teile in einem Video. Da wollen wir mal loslegen und in die Welt von Assassin's Creed eintauchen. Ich möchte dann nochmal daran erinnern, und zwar an dieses Spiel. Wir brauchen einen Protagonisten und das ist das mit Miles. Um den geht es hier in der kompletten Serie. Und das Ganze ist natürlich vertraulich. Und wir suchen nach relevanten Erinnerungen. An was kann man sich denn am meisten immer erinnern? Tja, wir sollten erstmal die Zuordnung machen und mal gucken, wie das Ganze entstanden ist. Und unsere Mama erinnert sich. Und zwar mit Schmerzen an uns. Hallo, willkommen bei der Geburt von Ezio di Auditore, der Protagonist vom zweiten Teil. Das ist unser alter Ego. Ezio, jetzt wurde er geboren. Gleich geht's los. Und der Vater kommt wie immer zu spät. Wäre er früher gekommen, dann wäre das Ganze nicht passiert. Stimmt's? Es tut mir leid. So sieht's aus. Es ist ein Junge, mein Freund. Da ist gerade ein Massenmörder geboren worden. Ja, so sehen Massenmörder aus. Klein, niedlich und hilflos. Aber wenn ich mir überlege, dass der Typ innerhalb von drei Teilen, und zwar Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelation, mindestens bestimmt 100 Leute erstochen, erschlagen oder erschossen hat, dann weiß ich nicht, ob der Anfang hier so gut war, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber nochmal kurz zugehört. Ich wollte euch nochmal ein paar Fakten zum Spiel sagen und damit erstmal willkommen, willkommen zurück. Denn ich weiß, was ich sage. Ja, und damit ihr mir nicht alle einschlaft, würde ich euch ganz kurz noch ein paar Fakten nennen und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal ein bisschen zur Action rüber. Und zwar geht es heute, wie gesagt, schon um Assassin's Creed und zwar alle Teile. Entstanden ist das Ganze bei Ubisoft Montreal, das sind die Entwickler und der Publisher ist natürlich Ubisoft. Die Erstveröffentlichung war im Jahre 2008 für den PC, PlayStation 3 und Xbox 360, haben aber schon ein wenig früher ihr Release gehabt und zwar im November, Anfang, Mitte und Ende November. Worum geht's eigentlich in Assassin's Creed? Das ist eine gute Frage, ich erkläre es euch. Und zwar geht es um den sogenannten Abstergo Industrie und eine Templer-Organisation. Und die entführen den Barkeeper Desmond Miles und unterwirft ihm ein Verfahren, in dem er mittels des sogenannten Animus, einer Art Computer, die genetischen Erinnerungen eines Vorfahrens durchleben kann, in Erinnerungen zurückbringt. Und es geht um verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Äpfel und Birnen. Warum ich das nicht erkläre, genau, ich meine, das kann jeder nachlesen bei Wikipedia, ich nehme es da auch bloß her, habe das hier aufgeschlagen und wollte mir das Ganze mal angucken. Und zwar gibt es eine Altersfreigabe für das Spiel, weil es doch, ihr habt ja schon gemerkt, ich habe von einem Massenmörder gesprochen und das ist nicht so toll. Man bräuchte für dieses Spiel ein Windows, es geht nicht auf dem Mac und eine Intel Core 2,6 oder ein Athlon 64 mit 3800 Umdrehungen. RAM 1 GB, 2 GB bei Vista 7 Vista und Windows 7, aber das wird nicht reichen. Ich glaube 4 bis 8 GB sollten besser sein. Ich habe gemerkt, bei Revelations zum Beispiel, dem vierten Teil, wenn man das so will, ist schon ganz schön eine Ruckelei, genauso wie bei Assassin's Creed 3. Möchte ich gar nicht wissen, wie das ist mit dem Wasser. Soweit bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, Soundkarte bräuchte man auch. 9, DirectX 9. Mindestens kompatibel. Und das Ganze hat eine USK von 16 und eine PEGI von 18. Man kann es kaufen. Link mache ich runter. Mache ich unten drunter. Wie immer. So, da wollen wir mal uns ein paar schöne Szenen aussuchen. Man kann ja hier wunderschön die Wände hochlaufen. Man kann wunderschön schwimmen, das haben wir schon gesehen. Dann kann man kämpfen, man kann getötet werden
Und man kann rappen und man kann, naja, das ist natürlich Blödsinn, man kann nicht rappen, aber man kann einen kleinen Tanz vollführen, aber die Schnitttechnik lässt es mir nicht zu, dass ich das noch weitermache. Aus lustigen Gründen habe ich mir aber überlegt, das Ganze einfach mal hier weiterzuführen. Und da kann ich gleich mal einen Hinweis geben auf den Musiker, auf den Komponisten dieses wunderschönen Stücks. Ich habe jetzt vergessen, wie das Stück heißt. Tut mir leid, aber es ist Isolated Pawn 12. Und was kann man noch? Man kann sogar plündern. Achtung, das seht ihr gleich. Na, was hat der Gute? Jawohl, zeig mal her. Nein, das geht so nicht. Wir müssen einfach die Taste weiter halten, damit wir ihn durchplündern können. Das geht bei jeder der Leichen. Und habe ich eigentlich schon gesagt, dass man auch sterben kann. Sowas passiert meistens, wenn man nicht so wie ich mal eine kleine Auszeit nimmt und sich schnell mal einen Aussichtspunkt sucht. Den gibt es seit Assassin's Creed Teil 1. Ich bin hier, ich glaube, so in der zweiten Mission oder sowas in der Art. Und hier wird mir gerade erklärt, wie ich am besten hochklettere. Ich muss auch sagen, die Steuerung ist extrem intuitiv, auch mit Maus und Tastatur. Das macht richtig Laune, es geht flüssig von der Hand und man darf gleich einen wunderschönen Ausblick genießen. Gut, man hätte vielleicht ein etwas anderes Gebäude nehmen können, aber unsere Reise führt uns noch in viel, viel größere Städte oder in viel, viel größere Orte, als wir das hier sehen. Hier sind wir auf irgendeinem Turm und ja, gehen wir mal hoch. Los, komm, mein Freund, alter ihr. Und guckt euch mal die Grafik an. Wir reden hier vom Jahre 2007. Jetzt gehen wir vor und dann kriegt man einen Rundumblick. Da unten ist unser Pferdchen. Und wer kennt nicht diese Szene? Ich kenne sie. Ist aus Far Cry 3. Da haben sie es auch so gemacht. Und dann das Ganze nochmal aus dem neuesten Ableger, und zwar Assassin's Creed 3. Hier sind wir gerade dabei auf das Vordeck, oder nein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, unseren Aussichtspunkt zu finden, auch auf den Mast. Und ihr seht schon, springen, klettern, fallen lassen, das geht alles relativ einfach. Zack, zack, geht das hoch hier. Ja, so macht das Spaß. Und wenn man sich jetzt mal die beiden vergleicht, dann muss man echt sagen, die waren 2007 schon richtig auf dem Stand der Technik. Mir gefällt das. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe die Teile noch gar nicht gespielt. Und ich will einfach nur hin und wieder mal die Aussicht genießen. Installiert habe ich sie alle. Fragt mich nicht, wie viel Zeit das gekostet hat. Aber seht euch mal die Aussicht an. Wie findet ihr das? So fängt Assassin's Creed 3 an. Tja. Haben ja viele schon durchgespielt. Ich würde mal von vorn beginnen, Assassin's Creed 1 machen und dann den Rest in eine neue Welt. Zumindest haben wir schon mal eine Mission beendet. Und das Ganze nochmal inklusive Todessprung, nochmal aus Assassin's Creed 3. Wir sind hier in Boston und da hinten auf den Schiffen findet eine kleine Tea Party statt. Ihr seht links die Minimap und gleich geht's zum Todessprung in den Heuhaufen. Den gibt es auch schon seit dem ersten Teil. Mal gucken, ob ich da überhaupt noch einen in meiner Videosammlung habe. So, dann verschaffen wir uns nochmal einen kurzen Ausblick. Und ihr seht schon, das ruckt und ruckt. Das läuft ja mit 19 Frames per Second. Da reicht wohl mein Rechner dann doch nicht mehr so aus, wie ich mir das hätte gewünscht. Tja, wie kommt man da jetzt runter? Ganz einfach. Rechte Maustaste, Leertaste drücken und dann W. Erstmal gucken, wo der Heuwagen ist hier. Ah, da. Da ist der Heuwagen. Und ab geht der Peter. Bam. Voila. Und ob zu Fuß oder per Pferd. Altair macht immer eine gute Figur. Und das Schöne an ihm ist, na, auch Altair beherrscht den Todessprung. Kannst du glauben? Na komm, mach. Komm, Altair. Zeig uns deinen Todessprung. Und jetzt mach doch. Ja, geht doch. Und wie ihr seht, so läuft das.
Da wollen wir uns jetzt mal klein eine Mission hier angucken. Es gibt da noch einen Dialog. Und ich glaube, es gibt eine wahnsinnige Wendung noch hier in diesem Spiel. Die wird uns gleich befolgen. Kleines Tutorial hier, wie ihr seht, wie man schleicht. Schön. So, nochmal über den nächsten Balken. Lächerlich. Komm, bück dich, Bückling. Ja, es gibt ja einen unauffälligen Modus und einen auffälligen Modus. Der unauffällige Modus ist, wenn man nicht gebückt geht, glaube ich, weil da fällt man nicht so auf. So, dann mach mal hoch. Jetzt zeige ich euch mal, wie man klettert. Ach du Schande. Ja, dann wollen wir mal hoch. Und zu unserem Meister zurück. Ihr seht schon, drücken und halten Sie einfach die rechte Maustaste und die Leertaste, also Space. Und so kann man mit BASD einfach hin und her. Ich weiß nicht, warum hier Taste 1 steht. Also Taste 0 ist bei mir die linke Maustaste. Und Taste 1 ist die rechte Maustaste, weil in der Informatik geht ja immer alles mit 1, mit 0 los. Noch aufs Dach. Und dann wieder hoch. Na komm. Das ist doch gar nicht so schwer. Was man verändert hat, fällt mir jetzt gerade so auf, ist eigentlich das Interface und natürlich das Setting. Also man hat verschiedene Settings. So, und jetzt wollen wir mal eine Abkürzung starten. Das ist so zu ohne Stämme auf die Templer. Ja. Ein Templer. So einfach ist das. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Jetzt schauen wir uns mal den Dialog an. Wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehre. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Ist gar nicht wahr. Wenn ich es nicht gewesen wäre, wäre es ein anderer gewesen. Was machst du da mit dem Messer? Aber ich kann keinen Verräter dulden. Was machst du mit dem Messer? Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Ey, Opa. So lasst ihr mir keine Wahl. Nimm das Messer weg. Friede sei mit euch, Alter. Was? Boah! Du Arschloch! Aber keine Panik auf der Titanic. Das Wasser reicht für alle, denn unser alter Ego, Desmond Miles, ist ja nicht tot, sondern das war ja nur alter Ihr vom ersten Teil. Wenn es 5 Teile gibt davon, dann muss ja irgendjemand überlebt haben. Und zwar ist das der junge Bursche Ezio Auditore. Der hat, glaube ich, 1000 Namen. Spielt gar keine Rolle. Und ich wollte mal euch als Abschluss für das kleine Video, als meinen Beitrag zu meiner PC-Sammlung, wollte ich euch noch zeigen,
wie er hier eine kleine Mission macht. Ich habe das jetzt nachkommentiert, das tut mir leid, weil ich extrem viel Zeit hierfür verwendet habe. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefällt. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie die Entwicklung war vom ersten Teil und zum zweiten Teil. Das ist hier Assassin's Creed 2 und wir spielen, ich glaube, das spielt jetzt hier gerade in Florenz. Man kommt aber, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Man kann bis zum Schluss, bis nach Rom und Konstantinopel oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann das jemand in die Kommentare reinschreiben. Aber schaut euch mal den Weg an, wie groß schon die Gebäude alleine geworden sind gegenüber dem ersten Teil. Und wir gehen jetzt mal komplett hoch und machen danach noch eine kleine Mission. Ja, seht ihr schon wieder links einen Heuhaufen? Na komm hoch, mein Freund. Und werden mal sehen, wie sie das hier gelöst haben. Und dann möchte ich noch ein kleines Fazit abgeben. Würde mich aber freuen, wenn ihr mir vielleicht in die Kommentare schreibt, Assassin's Creed ist geil und kaufe ich mir. Schreibt das unten in die Kommentare rein, dann weiß ich, ihr habt zumindest bis hierher geguckt. Ich sag's nochmal kurz, Assassin's Creed ist geil und das kaufe ich mir. Ja. Und dann schauen wir uns gleich nochmal einen niedlichen Overview von Florenz an. So, da ist wieder der Adler. Den habt ihr bestimmt schon öfters mal gesehen. Ding dong, ding dong. Er klingelt an der Tür. Ding dong, ding dong. Niemand ist da. So, jetzt gehen wir mal vor. Und jetzt kriegen wir gleich einen Überblick. Wow. Toll, ne? Und jetzt, was fehlt? Ezio. Na, auf geht's. Da sind zwei Heuhaufen. Drei, vier. Ich weiß nicht, was die in der Stadt machen. Eine Feuerwehr scheint es ja hier auch zu geben. Muss es ja geben. Aus dem Grunde, wenn das mal jemand anbrennt. Eieiei. So, wie war das jetzt? Ach ja. Rechte Maustaste, Leertaste und B. Oder rechte Maustaste, B und Leertaste und... Paff. Sehr schön. Hoppala, keiner hat's gesehen. Da gehen wir einfach weiter. Im schnellen Spurt. Weil das ist das, was wir können. Uns verpissen. Ein kleines Verpissspiel. Ihr seht auch, ich habe oben links nur noch einen Balken Gesundheit. Das ist nicht viel. Und die Möglichkeit, die es hier gibt. Ich weiß nicht, ob das in Assassin's Creed 1 auch schon war. Aber hier im zweiten Teil ist es auf jeden Fall so, dass man zu Doktoren gehen kann. Nee, warte mal. Das ist nicht Florenz. Das ist Venedig, oder? Nee, das ist nicht Venedig. Das ist Florenz. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Hier kann man zu Doktoren gehen, beziehungsweise hier zu Handwerkern, kann handeln mit denen, kann sich Waffen kaufen und kann sich Gesundheit kaufen. Und das ist immer von Vorteil. Jetzt kann man da oben nochmal gucken. Ja. Da drüben ist jemand, der eine Mission für uns hat. So sehen die aus, die Missionstypen. Aber vorher, Ballim, das war ja auch schon in unserem kleinen Video mit dem Break Wall Dance. So, hier kann man Kisten plündern. Ich dachte, das wäre nur ein Brotherhood gewesen, aber dann habe ich gemerkt, in Assassin's Creed 2 kann man auch plündern. Fragt sich bloß, wie? Wie war das? Ich glaube, mit Umschalttaste. Mach doch mal. Plündere doch mal, mein Freund. Ezio, plündern. Nicht schlagen. Du hast dich vertan. Na los. Bück dich. Nein, nicht schlagen. Du sollst plündern. Nimm doch mal die Umschalttaste. Nein, nicht die, das ist die falsche. Jetzt, jawohl, und halten. Und halten. Fantastisch. Also die Animationen haben sich von den Teilen her nicht geändert, wie man das sieht. Also die haben wirklich 2012 in Assassin's Creed 3 haben sie immer noch die gleichen Animationen wie in Assassin's Creed 1. Also was vor sage und schreibe 6 Jahren dann entstanden ist. Weil Assassin's Creed 3 ist ja 2012 rausgekommen. Ja, so nimmt man Missionen an. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Okay, auf geht's. Was soll man machen? Casanova, diese beiden Briefe den bewachten Empfängern überbringen. Wir akzeptieren und ab geht der Peter. Los geht's. Und wir haben nur noch Zeit, 4 Minuten. Oh, das könnte knapp werden. Das müssen wir erstmal gucken. Was ich gerade sehe ist, unsere Gesundheitsanzeige ist ja auf volle Pulle. Das ist nicht schlecht. Also da kann man nicht meckern. Bin ich auch gar nicht böse drüber, darf ich das so sagen.
So, geht mal hier beiseite, ihr Freunde der Nacht. Lass mich mal hochklettern hier. Man kann theoretisch an fast allen Gebäuden hochklettern. So, wie bekomme ich jetzt, wo ich hin muss? Wo finde ich das? Die Leiter macht auf jeden Fall Sinn, nach unten zu gehen. Ja, jetzt sind wir unten angekommen. Und da ist noch eine Figur. Guck mal, da ist schon der erste Brief. Zack. Weiß gar nicht mehr, wie ich das gefunden habe. Die freut sich. Jetzt brauchen wir bloß noch einen zweiten Brief abliefern. Aha. Das sind Feinde. Jetzt versuchen wir mal hier so... Heppala. Nochmal. Ach komm, nimm doch die Leiter. Arschlecken hier. Man kann ja nicht immer nur Glück haben. Seht ihr da oben den Adler? Habt ihr den gesehen? Oben auf dem Turm? Wie kommt man jetzt da rüber? Hoppla. Hoch. Du musst erstmal hoch. Oder runter. Und wenn, dann musst du natürlich springen. Das machst du mit Leertaste. Das weißt du wohl nicht. Ja. Komm, geh runter. Das sieht sonst albern aus. Die Leute gucken schon. So, wo ist der zweite Brief? Wo muss der hin? Wie habe ich denn hier die Orientierung bekommen? Das ist mir völlig unklar. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist mir völlig unklar, wie das hier... Wie ich hier wusste, wo ich hin muss. Das wundert mich ein wenig. Macht aber nichts. Hey, Bruder! Geh beiseite. Sprinten ist, glaube ich, Standard. Oder rechte Maustaste ist, glaube ich, Sprint. Das macht auch Sinn. So. Oh! Jetzt wurden wir erkannt, dass wir irgendwas verkehrt gemacht haben. Weil die haben ein Gedächtnis. Die Polizisten und so weiter. Oh, guck mal, wir sind hier. Das spielt keine Rolle. Wir schlagen uns erstmal mit. Ach, das sind Feinde jetzt. Klasse. So, und jetzt haben wir bloß noch 3 Punkte. Jetzt müssen wir uns aber hier ein bisschen wehren. Wieso habe ich noch keine Waffe? Ich glaube, weil das ziemlich am Anfang des Spiels ist. Aber die kann man sich kaufen. Los, weg jetzt. Diesen Blatt. Geh weg. Ach, guck mal, wer da ist. Da können wir doch den Brief abgeben. Hey, Baby. Weißt du was? Ich dir den Brief gebe. Guck ich dich mal an. Du bist da genauso hässlich wie die aus Arcadia. Naja. Dann nehmen wir mal auf. Nehmen wir wenigstens das Geld. Komm, Umschalttaste gehalten. Und auf geht's. Sehr schön. Das ist eine Mission. Eine kleine Nebenmission. Und treten wir den hier noch runter. Komm. Hey! Wow! Das petzt und abhauen. Los, schnell verschwinden. Die sind schnell, die Jungs. Die klettern einem wirklich hinterher. Und es gibt da sogenannte Verstecke. Die kann man, hat man gerade gesehen, eben gegenüber. Wow! Was für ein Sprung. Oder man springt in einen Heuhaufen und hält sich dort... Und hält sich dort versteckt. Aber das klappt nicht immer. Komm, wir gehen mal rein. Und wir gehen wieder raus. Und da springen wir mal hoch, hoch, hoch und daneben. Das war klar. Ich hab's nicht drauf. Mit dem Springen ist nicht so mein Ding. Nochmal, zack, zack, daneben. Ja, ein bisschen die Tasten muss man schon können. Aber was ich sehe ist, dieses Spiel hier läuft weitaus flüssiger als der dritte Teil. Also die Anforderungen sind schon extrem gewachsen. Ich möchte auch damit dieses Video beenden. Ich für meinen Teil eine absolute Kaufempfehlung. Ich kann es wirklich nur sagen, kauft euch das Spiel. Wir machen noch einen kleinen Rundblick. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hasta la vista, Baby. Das ist doch ein schöner Abschluss.